Hallo und willkommen bei einer weiteren Ausgabe von Open Studio. Heute von Markus Weißertinger-Hermann, meine Wenigkeit, im Gespräch mit Roman Michael Reuter. Hallo Michael oder Roman, was ist dir lieber? Roman Michael, ganz wie du magst. Ich mag Michael zwar lieber, den habe ich von meiner Mutti gekriegt, den Namen, aber Roman ist eigentlich mein Name. Dann werden wir bei Roman bleiben. Roman, willkommen beim heutigen Open Studio. Die Open Studios von FS1 waren bisher eigentlich immer mit sehr externen Themen beschäftigt. Heute ist eine kleine Spezialausgabe, denn FS1 beschäftigt sich mit den eigenen Sendungsmachern. Und zum Thema der heutigen Sendung, die heißt Stellungnahme, KryptoTV, und die Kronenzeitung ist das Thema aus besonderem Anlass. Zuerst mal, Roman, du machst KryptoTV. Genau, ja. Was kann man sich denn unter KryptoTV so genau vorstellen? Also KryptoTV, also wir haben mich immer für Grenzwissenschaften interessiert, für die Kryptozoologie. Und Kryptozoologie ist ja so drinnen, wo man sagt, ja, gibt es den Bigfoot oder gibt es das Loch Ness, ja. Und das Wort Krypto setzt sich daraus heraus, dass etwas geheim Verborgenes ist, was Kryptisches. Und darum war es mir mit dem Magazin KryptoTV Anliegen, das geheime Verborgene, was nicht so gegenwärtig gesehen wird, ans Tageslicht zu bringen. Also versteht sich mein Magazin so wie ein Kryptograf, kann man sagen. Das heißt, in deinen Themenwelten ist von Schamanen bis Außerirdischen so einiges zu finden. Was sind da deine Hauptmotivationsgründe überhaupt, sich mit diesen Themenwelten in deinen TV-Beiträgen zu beschäftigen? Also angefangen hat es wirklich so mit spirituell, esoterisch, grenzwissenschaftlichen Themen bei mir. Aus dem Grund, weil ich durchaus, ja, was kann man sagen, als Kind schon ein paar verrückte Sachen erlebt habe, ja. Zum Beispiel? Welche ganz speziell mit außerirdischen Sachen. Ja. Ich habe schon mal ein UFO gesehen gehabt. Das war ganz faszinierend, aber da ist mir das Herz geschlagen, als ich gemeint habe, jetzt kriege ich einen Herzinfarkt, weil ich so aufgeregt war, nicht vor lauter Angst. Habe aber auch ja, als Kind so eigenartige Sachen erlebt, wie das, was man oft so liest bei Entführungsphänomenen. Ja. Ich will nicht sagen, dass ich direkt entführt worden bin, nein. Kann sein, muss nicht sein. Am Ende noch von außerirdischen Aber Scherz. Das, was die Menschen in den Büchern berichten, was sie vorher und nachher noch im bewussten Zustand erleben, das vermeine ich doch auch irgendwo erlebt zu haben. Wie zum Beispiel, dass man auf einmal wie gelähmt ist, wenn man irgendwo gerade kurz zum Bett gehen ist und dann spürt man sowas, was, wenn sich von hinten was nähert. Ja? Das wird da oft so in den Kontext gebracht. Und dann kann man halten, was man da verwühlt, von Träumen natürlich. Da weiß man dann oft nicht, habe ich das jetzt geträumt oder habe ich das wach erlebt. Und da habe ich doch vermeintliche Erlebnisse in Raumschiffen oder Begegnungen mit Außerirdischen gehabt. Aber ob ich das geträumt habe, kann ich auch nicht verneinen. Wie gesagt, das ist alles sowas, was man als Kind erlebt, das was dann oft auch sehr viel verschwimmt mit der Zeit. Ja. FS1 ist ja, was Meinungen betrifft, sehr weit. Also FS1 ist ein Projekt, wo es um freie Meinungsäußerung geht. Ich persönlich habe jetzt weder UFOs gesehen noch Außerirdische getroffen, mag aber die Meinung eines anderen, der also da, solche Begegnungen, wo er erlebt hätte, auf alle Fälle nicht absprechen. Wo aber FS1 definitiv aufpasst, ist ja, wenn es darum geht, dass man sich als Rundfunkveranstalter einer gewissen, ich denke mal, man kann es einer gewissen Verantwortung benennen, bewusst sein muss. Jetzt, wenn du von solchen Phänomenen sprichst, die ja, denke ich, nicht überall in der Gesellschaft anerkannt sind, im Gegenteil, eher sehr umstrittene Behauptungen sind, wie gehst du denn damit um? Es gibt ja immer irgendwo die Verantwortung einer Beweisführung für diese Dinge. Wie siehst du denn sowas? Reicht die Behauptung und ein Traum, an dem du anknüpfst aus deiner Kindheit? Oder wie gehst du denn davon aus, dass du diese Dinge so auch in einem Rundfunk in Österreich proklamieren kannst? Es ist ein sehr schwieriges Thema, wie du gesagt hast. Die Beweiskraft ist immer sehr wichtig, gerade im medialen Bereich. Und wenn es dann um UFO-Außerirdische geht, ist das extrem schwierig. Da kann man sich oft nur an gewisse Indizien oder Aussagen halten. Ja. Wenn man da sagt, was man selbst erlebt, das ist für einen oft ein Beweis. Oder zumindest wie in dem Fall, wie ich es angedeutet habe, habe ich viele Indizien selbst an mir schon erlebt. Ja. Die du dann deutest. Ja, und wie gesagt, das Raumschiff, was ich gesehen habe, ja,
Das ist mit konventionellen Mitteln einfach nicht zu erklären, wie das geflogen ist und gestartet ist. Ja. Darum ist für mich das schon wieder ein Beweis, aber natürlich ein persönlicher Beweis. Ich kann oft Menschen verstehen, die sagen, sie glauben nicht dran, weil sie nun nicht solche Erlebnisse gehabt haben. Aber man kann schon ein bisschen rechnen, ja auch, wenn man mal schaut, wie groß unser Universum ist. Da gibt es auch die Drake-Gleichung. Wir wollen mal nicht zu weit ins Universum abschweifen jetzt, weil das Thema sollte ja nicht sein, dass wir hier uns über außerirdische oder gar über ufologische Themen beschäftigen, sondern eher tatsächlich mit Meinung, Wahrheit und Berichterstattung im öffentlichen Rundfunk. Und du hast ja gerade was sehr Interessantes nämlich von dir selber berichtet, nämlich es geht um einen, für mich persönlich wäre es ein Beweis. Abseits von Themen aus der Ufologie hast du ja bei CryptoTV noch einige mehr Themen, die immer wieder auch innerhalb der FS1-Redaktion bzw. außerhalb bei den Zusehergruppen auf sehr unterschiedliche Reaktionen stoßen bzw. Reaktionen hervorrufen. Könnte es sein, dass es eben genau an diesem persönlichen Bild, an dieser persönlichen Haltung, dem persönlichen Glauben an Wahrheit liegt? Naja, es ist ja nicht nur ein Steckenpferd für mich, die Grenzwissenschaft, wenn man das unter den Topf jetzt alles reinwirft. Ich bin auch sehr politisch interessiert. Und da kann man jetzt wieder nicht von Beweislagen sprechen, weil das ist wieder ein anderes Themengebiet, wenn man sich Gedanken macht, wie kann man eine gute demokratische Gesellschaft fördern, wie kann ich mich, wie war es immer Anliegen, ein wertvolles Mitglied zu sein in einer politischen Tätigkeit. Und dazu bin ich damals auch zu einer Partei mit dazugegangen. Da haben uns zwar die Violetten, und die ist aber leider seit 3-4 Jahren haben wir sie in einer Bewegung umgegründet, und seitdem bin ich da jetzt nicht mehr so mit dabei, weil ich doch es Sinn sieht, dass man sich parteiisch wertvoll sich einbringt, dass man eine gute Gesellschaft einbringt. Und da kann man dann schon mit guten Ideen, habe ich jetzt eigentlich mitbekommen, sehr schnell ins Abschussgleis gelangen, weil man doch, weil Parteien immer einen Konkurrenzkampf miteinander haben. Sie sind nie in einem Diskurs, kann man im besten Fall sagen, ja, oder einen Kompromiss erstatten, ja, Kooperation ganz zu schweigen. Und dadurch hat man dann auch viele Anfeindungen mit anderen Parteien oder andersdenkenden politischen Lagen. Und da glaube ich, oder weiß ich zu wissen, dass ich jetzt da ziemlich in dieses Gleis reingeschoben wurde, so als Bauernfänger, könnte man sagen. Ja, du sprichst eh schon ein paar Dinge an, wo wir dann gleich mal, sage ich mal, zum eigentlichen Kern unserer Sendung kommen wollen. Es geht um Parteipolitik, es geht um Parteiname und es geht natürlich um deine Art der Berichterstattung im Grenzbereich, wo du für mich auch sehr beeindruckend in überzeugender Form darstellst, dass du tatsächlich in diesen Grenzbereichen dich zu Hause fühlst, dort an persönlichen Wahrheiten festhalten möchtest, was, und das hast du jetzt auch schon selber gerade gut dargestellt, natürlich auch da und dort zu Konflikten führt, vor allem wenn es darum geht, dass man sich in das machtpolitische Geplänkel der österreichischen Parteien verwickelt. Nun geht es tatsächlich im heutigen Abend nicht nur unbedingt um die Berichterstattung von Krypto und seiner Motivation, sondern auch um die Berichterstattung der Kronenzeitung. Denn der gegebene Anlass, meine Damen und Herren, für die heutige Sendung ist ein Bericht der Krone. Der Bericht stammt vom Mittwoch, den 28. Februar, wo wir jetzt einfach mal mit dem Roman ein bisschen Zeit vergehen lassen wollten, um ihm die Möglichkeit für eine Gegendarstellung zu geben. Die hat er auch gemacht und deswegen sind wir heute in dieser Sendung hier mit einem Open Studio der FS1 Innenschau, nämlich wie geht es denn unseren Sendungsmachern, welche Themen, welche Sendungen sind denn bei uns vielleicht auch im Grenzbereich von Community TV. Roman, dieser Artikel von einer Anna Dobler, offensichtlich von der Krone-Redaktion in Salzburg. Und Anna Dobler nimmt hier Bezug, und das hast du vorher schon sehr gut dargestellt, auf eine Frau Kurz
und einen Golden Earth Vision Energy Verein, der offensichtlich in finanzielle Verstrickungen geraten ist. Es ist jetzt also auch überhaupt nicht unser Anliegen, zu diesem Bericht, diese Verstrickungen oder auch der Familie Kurz Stellung zu nehmen. Aber du warst auf einem Golden Earth Vision Kongress, lese ich hier aus der Zeitung. Wo war der genau, dieser Kongress? Der war in Hof bei Salzburg. Und was ist ein öffentlicher Kongress oder um was ging es denn da? Der Verein Golden Earth Vision, der was sie für Förderungen für Kinder in Not einsetzt, der macht öfters Veranstaltungen. Ja. Und da haben sie zum Beispiel unter anderem die Christa Jasinski eingeladen, die was von ihrem Mann Berichte, also in einem Buch verfasst hat, wo er auch so Begegnungen mit solchen außerirdischen und innerirdischen, in diesem Fall Wesen, gehabt hat. Und das hat mich halt sehr interessiert, ja. Und ich bin zwar angefragt worden, ob ich das filmen will, und habe mir dann die Referenten angeschaut. Und wo immer die Christa Jasinski in den Augenblick gekommen ist, habe ich gedacht, ja, das möchte ich, weil die Frau möchte ich schon mal kennenlernen, weil ich das Buch vorher schon gelesen gehabt habe, den ersten Band. Und da war es mir ein ganz spezielles Anliegen, ja, mal sich zu interviewen und vor allem einen Vortrag zu bringen. Du wirst jetzt in diesem Artikel, der kein wirklich gutes Blatt an dem Golden Earth Vision Kongress beziehungsweise auch an der Einrichtung selbst lässt, wie gesagt, das sei für eine andere Sendung aufgehoben als Thema. Jedenfalls steht dieser Verein auch immer wieder in der Kritik, dass Verschwörungstheorien, Gutglauben, Visionäre, die also weit ab der Realität leben würden, sein sollten. Und jetzt wirst du damit in Verbindung gebracht. Ich denke jetzt nach dem allem, was du erzählst, nicht unbedingt zu Unrecht. Aber da steht zum Beispiel, der Golden Earth Vision Haus- und Hofberichterstatter nennt sich Krypto-TV. Wie stehst du denn zu diesem Vorwurf? Bist du da wirklich der Haus- und Hofberichterstatter von diesem Golden Earth Vision Kongress? Ich habe mir gedacht, ich bin ein freier Sendungsmacher bei FS1. Ja. Ich bin ja zu FS1 gegangen, weil mir ja diese Statuten, die was da anheim sind, ja sehr angesagt haben. Weil ich bin gegen rassistische Sachen, gegen volksverhetzende oder gegen staatsverleugnete Sachen. Und darum kann ich es nicht verstehen, dass man zu mir sagt, ich bin ein Hofberichterstatter, weil, wie gesagt, wenn man zum Beispiel, ich habe man kann ja viel auf das Video verweisen, was ich selbst produziert habe, das ist auch viel selbstredend über das Golden Earth Vision. Aber da habe ich zum Beispiel auch das Beispiel gebracht, wenn der ORF an Herrn Grasser früher eine Plattform geboten hat, kann man ja auch nicht zum ORF sagen, dass sie der Hofberichterstatter von einem Steuerhinterzieher sind, ja. Wie erklärst du dir dann, dass diese Frau Anna Dobler der Kronenzeitung zu so einer Aussage kommt? Ja, es gibt Menschen oft, an dem Kongress haben zum Beispiel der Joe Conrad war dort, der Eduard Kahn ist da dort noch eingeladen worden, der befasst sich für Ideen, wie man das Schulwesen verbessern kann für die Kinder. Der Herr Dr. Leubner, das ist ein Arzt in Ruhestand, der ist jetzt vor kurzem verstorben, der hat sich dem Thema Impfen auch gewidmet. Und das mit den Impfen hat mich auch interessiert, weil ich mich doch auch viel im Heilpraktischen interessiert habe. Da wollte ich auch mal hören, was der Herr Leubner zu sagen hat. Und so haben wir gedacht, ich bitte Menschen, solange sie eben nichts Verhetzendes gegen Rassismus oder Ethnien sagen, doch eine Plattform offen zu bieten, ja. Ergebnisoffen für jeden Menschen, der sich anschaut, dass man seine eigene Meinung bilden kann. Wie gesagt, ich habe mir immer gedacht, ich habe immer gut darauf geachtet, dass keine Gewaltaufrufe irgendwo zu hören sind oder so dergleichen, was gegen die Menschenrechte einfach verstößen. Darum verstehe ich diese Anklagepunkte überhaupt nicht. Es gibt ja. Ich habe den Bericht mir angeschaut dazu. Es ist tatsächlich nicht nachvollziehbar, wie du zu dem Titel der Haus- und Hofberichterstatter kommen würdest. Aber der Artikel aus der Krone, wie gesagt, von Anna Dobler, 28. Februar 2018, der ist noch ein bisschen länger. Und darin kommen auch noch einige andere Vorwürfe vor, mit denen ich dich gerne konfrontieren würde. Einige Vorwürfe. Und hätte gern gewusst, wie es denn überhaupt zu solchen Vorwürfen kommen kann. Im Allgemeinen
wird da dargestellt. Es gibt also hier fragwürdige Weltanschauungen, über die du berichten würdest. Und in der Vergangenheit hätte der Betreiber von CryptoTV, Roman Michael Reuter, also du, auch Veranstaltungen von Holocaust-Leugnern beworben. Beziehungsweise hast du mit diesen Holocaust-Leugnern offensichtlich Gespräche geführt oder denen eine Plattform geboten, wie das steht. Wie ist deine Stellungnahme zu diesem Vorwurf? Also das ist mal überhaupt die verwirrendste Deklaration meiner einer gegenüber, ja. Holocaust, ich kann mir nicht vorstellen, wie das passiert, weil ich habe selbst sogar schon mal ein Video gemacht, wo ich im Internet auf Fotos gestoßen bin, wo einer ein Dachau-Foto gefälscht hat. Da wollte er deklarieren, dass es keine Verbrennungsopfer und so gab, ja, in diesem KZ von Dachau. Wie ich mir das Foto genau angeschaut habe, weil ich bin ein guter Schnittmeister und kann mit Grafiken gut umgehen, habe dann Unstimmigkeiten gesehen, dass dieses Foto manipuliert wurde. Das hat mich sehr geärgert, weil ich schon immer eigentlich gegen Rassismus und vor allem gegen diese nationalsozialistischen Gedanken bin. Das ist auch so ein Steckenpferd, warum ich mich auch politisch einbringe. Und in dem Video sieht man eigentlich, dass ich genau das Gegenteil behaupte. Ja. Und deswegen kann ich es nicht verstehen. Nun, es nicht zu verstehen ist ein Ding. Moment mal, weil hier gibt es noch einen weiteren Hinweis, vermutlich aus einer ähnlichen Recherchequelle bezogen, nämlich die Wiener Zeitung Online vom 17.06.2017 schreibt unter anderem, dass auch CryptoTV und dem dubiosen Golden Earth Vision Verein wird dort genannt, und hinter CryptoTV steht ein gewisser Roman Michael Reuter, der auf Facebook offen und unbehelligt den Holocaust leugnet. Noch mehr der Vorwurf. Das heißt, zwei Zeitungen, einmal die Wiener Zeitung, einmal die Krone. Wie erklärst du dir das, dass zweimal so ein Vorwurf binnen einem halben Jahres mit Bezug auf dein Facebook-Profil kommt? Ich habe mir das Facebook-Profil durchgeschaut, also entweder hast du etwas gelöscht, ich konnte jetzt nichts finden, aber vielleicht hast du eine Idee oder... Da habe ich zwei Ansätze. Ähnliches, wie ist denn dazu kommen die denn? Es ist ja nicht von ungefähr, dass zwei Zeitungen mit diesem Vorwurf in Raum stehen. Ich habe da zwei Ansätze. Zum einen mal, ich habe ja auch einmal den Top-Informationstag gefilmt. Den hat der Herr Christian Schneider veranstaltet gehabt. Was ist der Informationstag genau? Haben die so genannt. Da haben sie an einem Tag auch mehrere Sprecher eingeladen. Zu welchen Themen? Ja, vor allem das Geldsystem ist da gegangen, und da haben sie den Professor Franz Hörmann eingeladen von der Wirtschaftsuni in Wien, also eine ganz große Persönlichkeit, der was da sehr gute Ratschläge und Meinungen über das Geldsystem geben kann. Und weil ich ja bei den Violetten dabei war, beim Verein Violetten, da war unser Hauptaugenmerk auch, das Geldsystem zu verbessern, reformieren, oder kann man was anderes dafür machen. Und da weiß man doch, wie ich dann gehört habe, der Franz Hörmann ist da eingeladen. Ich bin zwar wieder gefragt worden, ob ich filmen mag, dann hat man mir gesagt, der Franz Hörmann ist da, und dann bin ich zu ihm hingefahren. Ja, Jahre später, also in der Recherche von der Kronenzeitung, habe ich da mal nachgeforscht, warum kommt man bei mir auf Holocaust-Leugnung. Dann ist mir zum einen einmal nachher angetragen worden, dass der Christian Schneider Holocaust-Leugnung Jahre später, nachdem ich gefilmt habe, dort das deklariert haben sollte. Und der zweite Ansatz ist auch, es gibt da so einen anderen, weiß ich, was das für ein Mensch eigentlich ist, der scheint so auch so ein Nazi-Jäger zu sein. Der hat einmal einen Bericht geschrieben mit der Überschrift unten rechts oder Mitte rechts oder keine Ahnung, wie das nochmal das ist. Und da hat er auf einen Facebook-Bericht von mir mal verwiesen gehabt, da wo ich mal einfach das Thema Erste und Zweite Weltkrieg aufgegriffen habe. Und meiner Meinung nach ist es so, dass man natürlich... Ich leugne überhaupt nicht, dass Deutschland da Freveltaten ohnegleichen begangen hat, aber dass doch auch alle anderen Staaten die Säbelrasseln damals nicht sein haben lassen können. Ich bin der Meinung, man hätte den Krieg viel früher beenden können. Ich will damit aber nicht die Stange halten für den Nationalsozialismus oder auch nicht für die Engländer oder für die Alliierten, sondern
ich habe einfach gesehen, dass das eine Zeit auch damals war. Und so hat man es auch uns damals beigebracht. Wie der Krieg entstanden ist, haben alle Nationen geschrien, diesen Staat oder diesen Staat müssen wir jetzt Leuten angreifen oder so. Und es hat einfach kein Ende genommen. An der Stelle muss ich dich wieder ein bisschen bremsen, weil du steigst immer sehr schnell in die Thematik ein, die eigentlich nur der Auslöser ist, es ist für so unser schwer, eigentliches so Thema. Kurz zu erklären, nämlich, ja. Denn die Frage war ja eher, wie du dir erklären könntest, dass die Recherchen einer Anna Dobler offensichtlich ergaben, dass auf deinen Facebook-Plattformen oder in deinen Videos Holocaust-Leugner zu Wort kommen, beziehungsweise du selbst ihn leugnen würdest. Nein, man müsste es einmal zeigen, wo irgendwas deklariert hätte, dass ich gegen den Holocaust leugne. Den Holocaust leugne. Das würde mich mal interessieren. Heutzutage werden ja Journalisten sehr schnell in einen Topf geworfen mit Deklarationen, aber ohne Quellenangaben, wo dieser Mensch dagegen verstoßen haben sollte. Bei manchen trifft es zu, aber bei mir zum Beispiel nicht. Also man müsste es mir mal zeigen, wo ich den Holocaust geleugnet hätte. Ich habe ja versucht, das Ganze etwas zu recherchieren und versucht auch nachzubauen, wie denn das vor sich gehen hätte können. Wäre jetzt wiederum eine Unterstellung gegen die Kronenzeitung bzw. gegen die Autorin und Redakteurin Anna Dobler, die den Bericht verfasst hat. Aber gibt man CryptoTV und Holocaust im Google ein, und ich denke, das muss sie wohl getan haben, kommen doch ein paar Ergebnisse. Das eine wäre es gibt tatsächlich noch einen CryptoTV-Ableger bzw. gibt es einen TV-Sender in Deutschland, bei dem du dich mal in den Kommentaren geäußert hast, wo es auch um Holocaust-Themen ging, allerdings da auch eher, sage ich jetzt mal, auf der linken Seite der politischen Welt. Und es gibt eben dann auch diesen Artikel der Wiener Zeitung. Mal ganz ehrlich, glaubst du denn, es gibt wirklich nicht mehr, worauf sie sich beziehen hätte können? Das wäre ein schlimmer Vorwurf gegen eine Anna Dobler. Ich wüsste es. Ich habe selbst dann noch recherchiert, noch den Krone-Zeitungsbericht, weil mich sehr interessiert, wo die Leute dieses herhaben. Aber ich finde selbst nichts. Ja. Ja, das hieß ja aber, dass vielleicht die Krone-Zeitung hier, und das wäre auch nicht das erste Mal, ich selber stehe natürlich genauso kritisch wie Ufologen auch einer Kronenzeitung gegenüber, und scheinbar hat sie da eine Art mediale Wahrheit entwickelt, bei der eine Recherche auf der anderen aufbaut und irgendwo die Quelle, das ist ja ein richtiger Abschrieb, ja, aus dem Fokus geraten ist. Wobei bei der Recherche von diesen Dingen, das ist natürlich im Bereich der Ufologie oder solchen Dingen, auch nicht immer gefeit vor Fehlern. Aber um jetzt da mal weiterzugehen, sie schreibt auch noch, da werden also höchst fragwürdige Inhalte verbreitet in deiner Fernsehsendung, beziehungsweise würdest du also auch Reichsbürgerbewegungen oder ähnlichen, sage ich mal, Grenzgängern oder Verschwörungstheoretikern eine Plattform bieten. Wie stehst du denn zu diesem Vorwurf? Ja, gerade diesen Menschen habe ich mich generell sogar stark nicht nur verweigert, sondern ich habe auch sehr viel schon in offenen Plattformen, wo man sich über Reichsbürger äußert, auch meine Meinung kundgetan, dass ich da total dagegen bin. Reichsbürger werden ja auch mit Staatsverweigerern gleichgesetzt oder die, was neue Staaten gründen wollen, ja. Zum Beispiel ein Beispiel ist da die Monika Unger in Österreich, wenn wir in Österreich bleiben. Die hat in der Steiermark den Freistaat oder Staatenbund Steiermark gründen wollen, hat ihn auch gegründet, hat sogar eigene Kennzeichen für Autos produziert. Und die hat mich sogar angeschrieben über E-Mail, ob ich nicht irgendwas medial für sie machen könnte. Und da habe ich nicht einmal drauf reagiert, ich habe nicht einmal zurückgeschrieben, weil mit solchen Leuten gebe ich mich nicht ab. Bei Radio Okitalk zum Beispiel, da kann man, die geben immer gewisse Themen, geben sie vor, also nicht vor, sagen wir, in so vielen Tagen wäre dieses Thema mit diesen Menschen, die geladen werden, und die Okitalk bietet die Plattform frei, mitreden zu dürfen. Und da war nachher auch das Pendant zu der Monika Unger in Deutschland, der Peter Fitzek,
der hat das, wie nennt er das, jedenfalls hat auch so einen eigenen Staat in Deutschland gegründet, da waren zwei Typen von ihm eingeladen. Und das habe ich dann sogar, wenn man da auf Okidok nachschaut bei YouTube, da kann man sich das dann anhören, was ich da sage drinnen. Und da das hört man dann ganz genau heraus, also ich sage, dass ich nichts davon halte, einen Staat zu gründen, einen neuen. Man sollte sich doch parteiisch irgendwo in der Politik einbringen und sein demokratisches Recht wahrnehmen und nicht da seine Mitmenschen im Stich lassen. Das heißt also, du gibst eigentlich da genau das Gegenteil von dem an, was die Reichsbürger möchten. Das heißt, es wären hier drei verschiedene oder drei einzelne Vorwürfe von einer Frau Anna Dobler in der Krone am 28. Februar 2018 über dich und auch dich namentlich nennend angegeben worden, wo du jetzt darstellst, es wäre also überhaupt nichts dran. Nun, ich denke, möchte jetzt die Anna Dobler nicht verteidigen, denn offensichtlich hat sie dann, wenn ich jetzt mit dir dieses Gespräch führe und du mir das so erklärst, nicht genau genug recherchiert. Andererseits, wenn man heute zum Beispiel deine Facebook-Seite öffnet, dann steht gleich ganz oben, Moment, ich habe es mal hier auch ausgedruckt, das Projekt Die Glocke. Mhm. Der Filmbeweis für das Projekt Die Glocke. Mit Fragezeichen. Ja, mit Fragezeichen. Im Englischen auch der Nazi-Bell genannt. Ist ein angebliches Nazi-Wunderwaffenprojekt. Das sind so die ersten Zeilen. War erstmal wieder verwundert und dachte mir, aha, welche Themen Roman Reuter denn jetzt plötzlich schon wieder beschäftigt. Und er würde sich dann da auch nicht wundern müssen, wenn in diese Ecke gestellt wird. Im Vorgespräch hast du mir wieder erklärt, dass es eigentlich um etwas ganz anderes ging. Denn du möchtest ja diese Thematik in Verbindung mit deinen Ufologien endeffektlich nicht falsch dargestellt wissen, hast also da eher aufgedeckt, was vielleicht in einem Propagandafilm offensichtlich falsch dargestellt wurde. Glaubst du nicht, dass, wenn du das so benennst, das Projekt Die Glocke, in den ersten beiden Zeilen erst wieder Nazi als Reizwort auftaucht und du erst sehr spät aufdeckst, um was es eigentlich geht, dass dann offensichtlich gerade solche Leute, die vielleicht oberflächlich recherchieren, wie eine Anna Dobler von der Kronenzeitung, genau dort ihr Futter finden? Ja, wo sollen wir denn eigentlich, wenn man als Journalist ja auch gegen den Nationalsozialismus etwas finden möchte, dann muss man auch Wörter benutzen, die Namen nennen. Die haben sie damals Nazis genannt. Ja? Ich kann sie nicht die grauen Wölfe nennen oder was weiß ich irgendwie. Ja? Und ja, wobei, dass du das entkräften würdest, kommt in den ersten drei Zeilen nicht vor. Man soll sich ja das Video anschauen. Das ist ja nur ein... Wenn man weiterliest, dann weiter unten liest, dann kommt auch noch das Kecksberg in Amerika in den 50er Jahren in den Text vor, ja. Wo also diese Glocke, dieser vermeintliche Wunderantrieb... Genau, dann nochmal gesichtet wurde, weit in den 50er oder 60er Jahren, ja. Nicht bestätigt dargestellt, um zusammenzufassen. Genau, und dadurch, dass es mit der Kronenzeitung nicht in diese Schiene reingedrängt wurde, ja, war es mir dann auch wieder ein großes Bedürfnis zu zeigen, dass ich doch schauen möchte, dass auch dieses Thema von Außerirdischen nicht in so eine unlautere Ecke reingeschoben werden kann. Ja. Nun, vom Journalistischen her wäre es natürlich angenehmer, du würdest auf die Packung gleich oben drauf schreiben, was drin ist. Ja, darum habe ich auch Fragezeichen dazu geschrieben. Das Fragezeichen scheint vor allem für schnelle Leser in der heutigen Zeit. Ja, aber Leute, die nicht quer lesen, die haben auch keinen Sinn für Wissen oder so. Das ist an der Stelle, mal nett ausdrücken kann. An der Stelle beziehe ich etwas Partei für dich und stelle so fest, dass offensichtlich du wirklich, und nachdem wir dich als Sendungsmacher bei FS1 nun doch schon seit vielen Jahren erleben durften, war jetzt mein Eindruck ein gegenteiliger. Zumindest von einer Frau Anna Dobler, die sich als Journalistin bezeichnet, sollte man sich sehr wohl erwarten, dass sie das genau nachprüft, was sie schreibt. Ja, von einem Menschen, der was dann die Kronenzeitung liest, dass der dann quer liest und das so schlagwörtermäßig glaubt, ohne nachzurecherchieren, ist dann klar.
Aber glaubst du nicht, dass dann zum Beispiel einfach klarere Überschriften, klarere Bezeichnungen von den Dingen dir helfen würden, um solche Verleugnungen zu gehen? Ich habe es ja dann auch umgeändert, sogar in UFO-Antrieb. Nachher habe ich noch einen vorgesetzt. Das ist ein bisschen ein paar Tage her, wo du dir da reingeschaut hast. Aber wenn man jetzt auf das Video klickt, dann steht da nicht das Projekt Glocke, sondern UFO-Antrieb. Ja. Dann sieht man schon mal, es geht einmal um ein UFO-Thema in Ansicht. Ja. Und dass sie auch andere wie Nazis oder, wenn man mal ganz genau nachforscht, man findet in China, in Japan, in Italien, überall in den Geheimregierungen hat man sich mit diesem Thema schon befasst. Auch wieder ein gutes Stichwort, das mich zu einer nächsten Frage bzw. zum nächsten Themengebiet unseres Gesprächs führen würde, denn gerade diese Bewegung im Grenzbereich, vor allem Ufologie, Beschäftigung mit Außerirdischen und so weiter, wird ja von sehr unterschiedlichster Seite her betrieben und dort auch entsprechend dargestellt und auch lauthals darüber diskutiert. Viele oder einige, die in diesen Gesprächsrunden zu finden sind, sind doch sehr deutlich dem rechten Lager zuzuordnen. Mhm. Wie stehst du denn dem gegenüber? Wir haben ja auch über die Jahre hinweg, es gibt in der FS1 auch die Radiofabrik, immer wieder doch ab und zu nochmal hinterfragt, wer denn die Menschen sind, über die ihr, wenn es gerade um Außerirdische und um unidentifizierte Flugobjekte ging, wer denn die sind, woher die stammen, welche politische Einstellung sie haben, was sie trotzdem noch tun. Bist du da immer gefeit davor, dass die Menschen, über die du berichtest, mit deren Themen du dich auseinandersetzt, nicht doch auch gleichzeitig zum Beispiel am rechten Rand zu finden sind? Also als erste Linie schaue ich schon, bevor man wen kennenlernt, über ihn nachzurecherchieren, ja. Bislang habe ich in dem Punkt so nicht wirklich was finden können. Man interessiert sich schon manchmal auch für manche Protagonisten, die man sich einmal zugewandt hat, im Nachhinein zu schauen, was macht der in der Zwischenzeit wieder und so. Aber wenn man dann schon eine gewisse Fülle erreicht hat an Menschen, die man kennengelernt hat, ist es fast schon unmöglich, jeden nachzuschauen, was läuft da bei denen, ja. Wenn man dann nachträglich oft angetragen wird, der oder die hat das gemacht und das ist doch nicht mehr so laut auf der Schiene, ja, dann reagiere ich auch mit Löschungen. Da habe ich schon einige Sachen auch bei mir selbst gelöscht. Ja, aber diese Menschen werden nicht, ich sage jetzt mal auf gut salzburgisch, von heute auf morgen plötzlich ins rechte Lager gewandert sein. Die wären ja vielleicht schon zu dem Zeitpunkt, als du mit ihnen Interviews führtest, jetzt abseits der politischen Einstellung vielleicht, bleiben wir bei dem großen Beispiel, Grenzthemen, wenn es jetzt zum Beispiel um UFO oder um Außerirdische ging, waren ja wohl dann dort auch schon eher rechts einzuordnen. Hast du das nie so hinterfragt? Ich weiß nicht, was bedeutet heute rechts, oder? Rechts bedeutet doch, dass man erstens mal fremdenfeindlich ist, dass man sich solidarisiert mit dem Nationalsozialismus. Muss nicht unbedingt sein, aber fremdenfeindlich ist reicht. Ja, aber es ist mal alles in Anruf, ja, was man da reinwerfen könnte. Ja. Holocaust-Leugnung haben wir schon Beispiel schon gehabt. Was könnte mir noch es reicht die FPÖ, die leugnet keinen Holocaust, aber ist mal am rechten Rand, aber ganz dort genau, noch im legalen Teil. Mhm. Aber eben, wie gesagt, gerade diese Verschwörungstheorien, die sich dann oft auch mit diesen Themenbereichen mischen, in denen du zu Hause bist und über die du berichtest, werden eben, und das kann man so und muss es auch so sagen, von rechten Kräften oft missbraucht. Wie schützt du dich denn dagegen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ob die Leute auch so etwas deklarieren. Ich wüsste nicht, wer bis jetzt etwas in rechten, also wenn er in rechten Lager zuzuordnen wäre, auch dessen sich geäußert hätte, dass man darauf kommen könnte. Mhm. Das heißt also, Hintergründe von dir werden schon gut durchleuchtet. So gut es geht heute, ja klar. Teilweise hast du auch schon gesagt, man versucht halt dann auch immer wieder. Du hast doch einige Berichte jetzt online, also und über FS1 auch schon etliche Sendungen, CryptoTV, ausgestrahlt. Du schaust dann eben, ob die Aussagen dort noch zu halten sind, beziehungsweise die Entwicklung der einzelnen Menschen, die bei dir interviewt werden, was die so treiben. Ist es nicht sehr schwierig, einerseits als freier Sendungsmacher, als nicht kommerzielles Medium, heißt, du bekommst kein Geld, du machst das alles in deiner Freizeit als Hobby, sich dann mit solchen Themen zu beschäftigen, wenn man dann nicht die
Zeit, Muße, Energie hat, um konsequent dran zu bleiben und sich quasi da journalistisch die weiße Weste zu bewahren? Ja, klar, man wäre nur noch damit beschäftigt, den Menschen hinten nachzustöbern. Dann könnte man ja gar nichts anderes mehr machen. Gerade bei mir, wo ich schon so viele Menschen jetzt kennenlernen durfte, durch die Tätigkeit, was mir ihr geboten habt, ja, ist das unmöglich. Man kann nur noch sporadisch dann was schauen und hoffen, dass wer einen Tipp gibt, dass da wieder was schiefgelaufen ist. Ja. Abseits von den Vorwürfen der Anna Dobler, ist dann der Vorwurf schlampiger Journalismus nicht auch berechtigt, wenn man sagt, naja, mach zwar meinen Bericht, kann ich nicht so hundertprozentig recherchieren, bin mir aber trotzdem im guten Glauben und halbwegs sicher, dass das so und so und so wäre, aber kann es dann nicht wirklich ständig immer wieder aktuell halten? Ist es dann noch legitim, dass du dann also in die Öffentlichkeit trittst, deinen eigenen YouTube-Channel betreibst? Schau, es werden ja eigentlich nur Schlagwörter in der Kronenzeitung oder auch da in den anderen Bericht geliefert. Der Wiener Zeitung war ja, das genau. Juni. Aber es wird nichts, nur Schlagwörter, also Anschuldigungen, aber es wird nicht darauf eingegangen, wo, wann und wie und was hat er gesagt. Wo kann man das finden? Ja? Das wäre der Journalismus, den man ja nachher sagt, den müsste ich betreiben, was ich auch mache. Wie gesagt, man muss einfach mal, wenn man wer sagen kann, wo ich gegen rassistische Äußerungen irgendwas gemacht hätte, dann soll er es offenlegen. Aber das machen die ja nicht. Die Anna Dobler hat ja nicht einmal so einen Journalismus betrieben, mich interviewt, ja, also wie es das ja du machst. Wenn du bist beim Presserat mit dabei, mit dem Verein, er hält sich diese Statuten aufrecht. Und das sind ehrenwerte Statuten, dessen ich mich ja nachher zu euch gefunden habe, ja. Sonst wäre er ja nicht zu euch gegangen. Also wie gesagt, man soll sagen, wo habe ich irgendwas in dem Bereich gesagt und dann okay. Das können wir also jetzt als direkten Aufruf an die Frau Anna Dobler und an unsere Zuseher und Zuseherinnen auch formulieren. Das heißt also, liebe Anna Dobler, was hättest du ihr denn zu sagen, wenn sie jetzt da säße? Ja, Frau Dobler, ich lade Sie auch gerne ein, mich zu interviewen darüber, weil die beste Quelle, über wem zu schreiben, ist, zu dieser Quelle zu gehen. Und in diesem Fall bin ja ich. Sie haben über mich mitgeschrieben. Es ging zwar nicht hauptsächlich um mich, sondern um den Verein Gulden auf Wischen, aber trotz alledem, Sie haben über mich hergezogen. Ich finde es unlauter, was Sie gemacht haben, weil Sie können keine Quellen angeben dessen, was Sie mich schuldig gemacht haben. Sie beschimpfen mich nur. Würden wir der Anna Dobler sagen, wenn sie da säße? Aber vielleicht schaut die Anna Dobler ja dieses Video zufällig und bezieht sich nochmal auf ihre Tätigkeit bei der Kronenzeitung in der Redaktion Salzburg und kommt tatsächlich dich mal besuchen, um ein Interview mit dir zu führen bezüglich dieser Vorwürfe. Und da lade ich die Frau Dobler auch ein, das Video anzusehen. Das dauert 2 Stunden, habe ihr eigenes Statement auf YouTube auch schon hochgeladen. Ja. Das heißt also, um da kurz darauf zu weisen, es geht um den YouTube-Kanal, wenn ihr das eingeben wollt, es geht um YouTube. Dort gibt man ein Krypto-TV oder auch Roman Reut und kommt zu einem Kanal von ihm, beziehungsweise auch auf Facebook kann man dieses Video finden mit dem Titel Kronenzeitung betreibt Rufmord an Krypto-TV, wo sich der Roman einmal versucht, zu diesen Vorwürfen zu äußern, beziehungsweise auch einige Beweise führt. Mhm. Insgesamt nach dem Gespräch, ich bin sehr offen reingegangen, bin jetzt doch, wenn ich mit dir spreche, mehr auf deiner Seite, bezieht jetzt fast so ein bisschen Stellung und könnte nachvollziehen, dass eher durch schlampige Recherche der Anna Dobler in der Kronenzeitung solche Behauptungen plötzlich auftauchen. Wobei du ja selber schon einräumst, dass manche Gesprächspartner, die du da im Zuge deiner grenzwissenschaftlichen Berichterstattung interviewst, vielleicht doch aus sehr unterschiedlichen Ecken kommen, die man nicht unbedingt immer hundertprozentig recherchieren und dann auch, sage ich mal, für gut heißen kann. Ja. Um das Ganze jetzt mal zusammenzufassen, fühlst du dich also tatsächlich als Opfer von Rufmord durch die Anna Dobler und der Kronenzeitung? Ja, na klar. Man stellt sich ja mal vor, so Menschen wie ich, die schon immer darauf aus waren, den Nationalsozialismus anzuprangern und etwas politisch dagegen zu tun, gibt es ja andere auch wie mich. Wenn die das glauben, was da drinnen steht, stehen die vor meiner Tür und machen was Gott was. Die haben dann eigentlich an Menschen vielleicht eine auf den Kopf, der was genauso ist wie sie selbst. Also da kann man also nur hoffen, dass die Kronenzeitung, ich denke jetzt nicht, dass die FS1 als so ein
massive Macht im Mediendschungel Österreichs wahrnehmen wird, wobei FS1 natürlich massiv mächtig ist, zumindest mit dem, was wir tun und was wir in Meinung vertreten. Aber vielleicht kommt es mal zu einer Gegendarstellung. Das wäre schön. Letzte Frage, Roman. Was wäre es denn, wenn du das jetzt so zusammenfasst, die letzten Wochen waren für dich ja auch aufregend. Du hast mir erzählt, du hast das quasi erst von außen ist das zugetragen worden, mein Name in der Kronenzeitung unter nicht unbedingt sehr netten und freundlichen Vorzeichen. Welche Lehren würdest du denn rausziehen? Gibt es für dich eine Lehre, die du aus der ganzen Misere ziehen möchtest? Ja, man kann sich wirklich sehr schnell die Finger verbrennen, ist meine Lehre gewesen. Wenn man sich gedenkt, etwas sich einer guten Sache zu widmen, ja. Aber erst dann wirklich, wenn man sich in Kooperationen, Partnerschaften oder auch mit einfach nur mit Menschen abgibt, die etwas zu sagen haben und denen frei eine Meinung bilden zu wollen, ja, unabhängig von meiner Meinung. Ich werde mich vielleicht doch wieder mehr auf eigene Projekte zurückziehen, wie der Grenzwissenschaft generell. Vielleicht finde ich einmal einen Yeti bei uns in den steirischen Wäldern, mache dann darüber ein Video. Nein, aber das Spirituelle und Grenzwissenschaftliche ist doch immer mehr oberhalb als wie die Politik. Und ich habe eh schon viel gebracht über politische Sachen. Man wiederholt sie ja fast nur noch. Ja, beziehungsweise eben, dass man durch ordentliche Recherche, durch kritisches Hinterfragen und durch immer gleich zweimal hinschauen, vielleicht solche Fehler wie man gibt Rechten eine Plattform oder man beschuldigt. Ich gebe mir ein Projekt Fall mit mehr Eigenverantwortung wieder zu. Ja. Aber damit möchte ich auch diese Sendung schließen. Denk hinsichtlich kritischen Journalismus, seriösen Journalismus, war es ein kleines Mosaiksteinchen. Andere würden sagen, you are fake news. Wir bei FS1 versuchen zumindest keine Fake News zu sein und versuchen auch möglichst ehrlich und vor allem möglichst fair mit allen Themen umzugehen, so auch heute mit Roman Reuter. Vielen Dank für deinen Besuch im Danke, Open Max, Studio. Danke für die Stellungnahme, was ich machen durfte. Sehr gern. Lese uns selber ein Anliegen, dass Sendungsmacher bei FS1, denen wir dann auch kritisch gegenüberstehen, ob der Berichterstattung die Möglichkeit haben, sich dazu zu äußern. Und das hoffe ich, war für dich eine gute Möglichkeit, das zu tun. Für alle anderen, wie gesagt, nochmal der Verweis auf Romans Stellungnahme auf YouTube bzw. auf Facebook und der Rest kann einen Leserbrief an Anna Dobler bzw. die Kronenzeitung schreiben. Vielen Dank und einen schönen Tag, Abend oder gute Nacht, je nachdem, wann Sie unser Programm eingeschaltet haben. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Na, wunderbar, danke. Sehr gut, jetzt haben wir